Es ist angerichtet. Freuen wir uns auf 90 Minuten tollen Fußball aus der Bundesliga. Und damit herzlich willkommen zu dieser Partie von Wolfuß und Frank Buschmann. Und ich kann mich nur anschließen, tolle Atmosphäre hier, wie eigentlich immer in der deutschen Elite-Liga. Hoffen wir, dass die Partie da mithalten kann. Heute heißt es also Mainz 05 gegen den HSV. Kurz zu den Gästen. Wie schätzt du sie heute ein, Buschi? Eine solide Saison neigt sich dem Ende entgegen. Und klar, ein paar Partien sind es noch, aber im Hintergrund laufen mit Sicherheit schon die Planungen für die nächste Spielzeit. Das war der Anstoß. Spiel läuft. Freistoß, mehr nicht. Keine große Sache. Der Angriff könnte was werden. Nicht so einfach hier. Er versucht den Heber. Buschmann. Das könnte eine Gelegenheit werden. Córdoba. Super Flanke. Den Ball hat er gut geklärt. Da gibt der Freistoß. Gute Möglichkeit. Da hat er keine Chance auf den Ball. Hartes Einsteigen und folgerichtig rot. Und jetzt gibt es auch noch eine gefährliche Freistoßsituation. Und jetzt der Schuss. Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Der Abschluss war nicht präzise genug. Der Ball geht doch ein gutes Stück am Tor vorbei. Ostschulek. Jung. Aaron Hunt. Geht er rein? Pfosten, aber es geht weiter. Er schien vielleicht ein bisschen überrascht. Und deshalb kam der Ball nicht wirklich kontrolliert aufs Tor. Ungewöhnlich, wirklich ungewöhnlich für einen Mann seiner Klasse. Giroud. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Fantastisch gelöst vom Abwehrspieler. Jetzt können sie einwerfen. Wird da eine Chance draus? Lass uns vielleicht kurz noch mal auf die Wiederholung dieser großen Möglichkeit gucken. Da hat nicht viel gefehlt. Ein ganz knappes Ding. Aluminium. Der Ball war ziemlich harmlos. Spajic. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Jetzt unterbricht er jedes Spiel. Ja, weil da ein Spieler liegen geblieben ist. Das sieht nicht wirklich gut aus. Jetzt kommt der Wechsel, der verletzte Spieler muss runter. Ach, schade, dass er nicht weitermachen kann. Da musste er runter wegen der Verletzung. Ja, und dann geht es hier jetzt mit Schiedsrichterball weiter. Den Ball spielt er zum Torwart zurück. Also so risikofreudig sieht man Torhüter aber auch selten. Jung. Holtby. Zweit. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Aaron Hunt. Da passt er auf und geht dazwischen.
Jetzt ist die Kugel weg. Mali. Und jetzt gute Möglichkeit zum Konter. Er setzt sich durch. Super Einsatz vom Torhüter. Gar kein Zweifel. Elfmeter. Er macht das Tor. Guter Elfer. Das hat er erwartungsgemäß erledigt. Dem Druck standgehalten. Elfer verwandelt. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Da geht er gut dazwischen. Latza. Busmann. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Da kommt der Schuss. Guter Volley-Schuss. Macht er ihn. Ja, er macht ihn. Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Da hat er super reagiert, ganz im Gegensatz zur Abwehr. Einfach den Tick wacher. Jetzt steht es 2:0, das dürfte ihnen Ruhe geben. Nicht gut vom Verteidiger. Ich weiß nicht, der Schuss hier wohl eher die falsche Entscheidung, Buschi. Ja, zumindest völlig überhastet. Ich denke, das Zuspiel wäre besser gewesen und der Ball geht ja meilenweit vorbei. Per Kopf verlängert. Das gibt Einwurf. Busmann. Sie kämpfen um den Ball. Und das war's mit dem Angriff. Er fängt den Ball ab. Schiplock. Jung. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Holtby. Ostrole. Jung. Er zieht ab. Voller Einsatz. Schuss geblockt. Mali. Das war sauber. Er holt sich den Ball. Er gibt Freistoß. Klar. Mit der Grätsche holt er sich den Ball. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Schussversuch. Und Tor! Mit ganz viel Gefühl. Und wie gut macht er den denn hier? Mit Auge und mit Technik. Und da ist dann auch der Torwart machtlos, wenn der Lupfer so gekonnt angesetzt wird. Das ist Präzision par excellence und das ist ganz viel Gefühl. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Da pfeift der Schiedsrichter und hier muss er auch Freistoß geben. Für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. So, da wird es angezeigt. 4 Minuten zusätzlich sehen wir noch. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Mali.
Die erste Hälfte war spannend. Es ging hin und her und wir gehen mit einem 2:1 in die Pause. Nach diesen 45 Minuten gibt es im Grunde nur ein Thema, den Platzverweis. Ja, und das werden lange zweite 45 Minuten. In Unterzahl müssen Sie sich jetzt was einfallen lassen. Endlich geht's weiter. Nach diesem spielstarken ersten Durchgang konnten wir den Anpfiff zur zweiten Hälfte eigentlich gar nicht erwarten, Buschi. Ja, genau so ist es, Wolf. Diese erste Halbzeit gehörte mit zu dem Besten, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Wird schwer, das zu toppen. Der Ball kommt gut. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Bungert. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Jung. Und er schießt. Super gemacht vom Torwart. Ball im Aus, gibt Ecke, gute Gelegenheit. So kann es gehen. Sie sind optisch überlegen, haben auch, das sehen wir hier gerade, häufiger aufs Tor geschossen. Aber trotzdem können sie nicht. Ja, ist ja klar, Wolf. Du musst die Dinger machen, du musst die Chancen nutzen. Erneut Ecke. Spahic. Macht er ihn. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Der Ball kommt. Sie holen sich den Ball. Freistoß. Und er hat auch schon gelb. Da muss er doch besser aufpassen. Jetzt fehlt ihm vorne eine Anspielstation. Er muss mit Rot vom Platz. Völlig unnötig. Da hätte er ganz anders in die Situation gehen müssen. Sakai. Stark gemacht. Das könnte was werden. Holpi. Die Abschlussschwäche heute ist schon eklatant, Buschi. Ja, die Chancen spielen sie ja gut raus. Aber da müssen sie auch mal was raus machen. Jetzt gibt es hier den Wechsel. Da ist der Ball weg. Chipblock. Den Angriff blockt er ab. Klasse aufgepasst. Da kommt der Pass auf außen. Muss Einwurf geben. Er wirft den Ball schnell ein. Da sind Mitspieler frei. De Blasis. Das gibt noch einen Einwurf. Gibt jetzt hier doch noch gelb. Da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Ja, ich finde das Spiel gut laufen lassen, aber das Foul ist natürlich gelbwürdig.
Osterle. Busmann. Kairo. Gute Flanke. Iličević. Da verlieren sie den Ball. Sauber gelöst, er holt sich den Ball. Holtby. De Blasis. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Und jetzt haben sie den Ball. Da passt er auf und geht dazwischen. Mali. Frei. Das war sauber, er holt sich den Ball. Jung. Kairo. Er bekommt Hilfe. Und das war's mit dem Angriff. Er fängt den Ball ab. Er entscheidet auf Freistoß. Ist doch klar, dass er da noch gelb zeigt. Das Einsteigen vorhin war zu hart. Er hat erst noch den Vorteil abgewartet. Genauso musst du das machen. Ist das schon Ergebnissicherung? Es wird jetzt eine Auswechslung geben. Kaccha. Rudnevs. Jetzt ist die Gefahr vorbei, der Torhüter hat den Ball. Clemens. Gefährliche Flanke. Ganz einfach an den Ball gekommen. Den will er mit Gefühl machen. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Vorteil ist angezeigt, gut vom Unparteiischen. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was, Buschi? Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend und die Fans merken auch, dass jetzt nochmal Unterstützung gefragt ist. Das gibt Einwurf. Bungert. Und da kommt er an den Ball. Sakai. Und jetzt ist der Ball geklärt. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Sehr gut reingespielt. Mali. Rosinski. Exzellentes Zweikampfverhalten.
Die Nachspielzeit läuft. 4 Minuten sind angezeigt. Sakai. Macht er ihn. Die Abschlussschwäche heute ist schon eklatant, Buschi. Ja, die Chancen spielen sie ja gut raus, aber da müssen sie auch mal was raus machen. De Blasis. Latza. Frei. Mali. Verstand er gut und gibt Freistoß. Da kommt der Schuss. Ich habe den schon drin gesehen, Buschi. Ja, aber nicht mit dem Verteidiger. Er kommt da tatsächlich noch vor der Torlinie ran. Und das war's. Das Spiel ist beendet. Und jetzt ist das Spiel vorbei. Es ging ordentlich zur Sache. Ja, der Schiri hatte alle Hände voll zu tun. Kein leichtes Spiel für den Referee.